Servus Leute, Neober Hamut hier und ja, ein weiteres Live-Kommentar, wie ihr sehen könnt. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Jetzt hätte ich mich fast verzählt. Ja, also ich spiele hier mit der A12, alias Speikope, jawohl. Ich finde die Waffe eigentlich extrem geil, muss ich sagen, auch wenn sie nur einen Mikromillimeter Reichweite hat. Und da kommt die Granate reingeschoben. Aber von der Sache her macht sie schon extrem Spaß zu spielen, aber sie hat halt ein kleines Magazin, also ein richtig kleines Magazin und halt extrem wenig Reichweite, und ich weiß gar nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, so wenig Munition der Waffe mitzugeben, weil die Waffe kann man nur spielen eigentlich mit Fingerfertigkeit und Plünderer, also man kann diese Waffe nur mit Spezialist spielen eigentlich. Jawohl. Also was ist das hier? Die Gegner fallen vom Himmel. Meine Fresse. Das wäre nicht mehr gewesen. Also man sieht schon, man braucht sehr viele Hits mit der A12. Aber es macht halt auch den Spaß, also die Gegner... Ah, hat er gekillt? Ist er doof? Er ist doof. Ist nicht schlau und nicht gekillt und kämpfe und... Alter, wie kann man jetzt schon 6 Chancen in das Spiel? Wie halt? Eine Minute? Wie kann man nach einer Minute schon so oft gestorben sein? Hinter mir schießt einer? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch schon ein harter Tobak, dass man jetzt schon... Jetzt schon in Second Chance die fällt. Aber hier kämpft wieder einer? Das hat natürlich einen Zufall, also er hat sich gerade die Schuhe zugegeben, er hat da nicht gekämpft. Also hier kämpft doch niemand. Auch renn nicht weg. Das ist immer kacke, wenn der Gegner wegrennt und man kann ihn nicht einholen. Warte auf mich! Du hast dein Toastbrot vergessen! Junge! Was wolltest du denn essen in der Schulzeit? Meine Fresse! Was? Mensch, nimm deine Stullen mit. So, jetzt habe ich sogar schon einen Spätzbonus bekommen. Ja, das riecht hier nach Moab, oder? Riecht das hier nicht nach Moab? Das riecht hier so nach... Schön nach Moab riecht das hier. Also A12 Mob habe ich leider noch nicht geschafft. Ich bin eins davor gestorben. Aber wie gesagt, das ist bei der A12 auch mehr Zufall als Skill, muss man sagen. Also wirklich, der Gegner ist immer so nah an des Tanks, dass er dich immer messern kann eigentlich schon. Von da ist das doch schon... Oh Gott, nein! Tu mir nicht weh! Jetzt hat er mich mit der A12 gekillt, der Penner. Aber finde ich geil. Also wenn sie mit der A12 spielen, finde ich das gut, muss ich sagen. Also... Sonst holen sie ja immer die Usas raus oder die Striker, wenn sie sich dann angepisst fühlen. Aber er holt die A12 aus, ist ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er hat mich gekillt, also... Noch! Das ist ja immer geil, wenn sie da oben rumcampen und dann die Eingänge mit scheiß Tellamin oder Claymores zulegen. Das ist natürlich wieder extrem geil, das Akimbo-Man. Oder Megaman. Ja, ja. Akimus, ihr guckt euch an, den Skill, guckt euch den Skill an, also ohne Mist. Jahrelanges Training, Jahre, also wirklich mehr als, also er spielt wirklich, glaube ich, schon COD seit COD 1. Sonst kann man mit diesen Waffen nicht umgehen. Das wissen die wenigsten Leute. Also immer, wenn die Leute sich aufregen, Akimus, eigentlich haben die Typen total Skill und ja, Second Chance. Ja, ja, das ist, ich verstehe es nicht, was solche Sachen, die sie suchen haben. Na, scheiße. Oh. Oh. Mensch, Tieflieger, was ist denn los? Die besoffen, kommt doch angeflogen, ich will raus. Eigentlich liebe ich ja immer mit Tieflieger kommen. Das tut mir eigentlich immer schön für meine Killstreaks die nächsten Punkte sichern. Das ist auch, glaube ich, die einzige Killstreak, die den Gegner hilft und nicht man selbst. Hier ist er, rennt schon wieder weg. Mal eine Flasche in den Rücken geschmeißen. Ja, krass. Na, da ist schon wieder eine SPD, will der Typ mich verarschen eigentlich. Was ist denn das für ein Gammler, ihr? Schmeißt seine Essen in den scheiß Mittelgang und kämpft da nicht rum, oder was? Das ist natürlich geil. Jawohl. Aber naja, was will man machen? Schon gleich wieder in den Essen. Na, klasse. Wir kämpfen. Guck, wie ich den Gang rumkämpfe, das ist geil. Das ist richtig geil. Oh, jawohl, jetzt läuft's. Jetzt. Oh. Jetzt kommt die verspätete Moab, jetzt kommt sie. Ich spür's. Ah, ich weiß nicht, welche Schrotflinte findet ihr nicht am besten. Also ich finde wirklich, die A12 macht am meisten Spaß. Und die euch am meisten Spaß macht, nicht die am besten ist. Das ist recht übertrieben. Also am besten sind ja ganz klar die Usas und die... Na, die andere, das andere Ding. Boah, jetzt kennt ihr da eine Ecke, guckt ihr, was hat er denn da? Tut ihr in der Mülltonne dort rumstöbern oder was ist da los? Das ist stehen, das ist rumgekämpelt. No, oh. Oh, wie dumm, Alter, wie dumm. Er kann doch denken, dass ich jetzt von hinten komme. Verstehe ich auch nicht. Also manche Gegner haben wirklich ein IQ von Toastbrot. Also ich habe ja wenigstens von Semmelbrösel, aber Toastbrot ist ja ein bisschen weniger. Aber
Aber es läuft übelst gut, merke ich gerade. Also ich habe das zweite Mal Spezialist-Bonus erreicht mit meiner Schweifgruppe. Und hier kennt doch schon einer. Natürlich kennt einer, natürlich. Warum denn nicht? Oh ja, guckt euch das an. Das ist die Power von AR12. Mit Spezialist-Bonus ist das Ding einfach so geil. Du kannst die Gegner so vergewaltigen, aber jetzt wollen sie mich killen. Und er killt mich wieder da drin. Der Gang ist 2 mm breit. Ich kann ihn gar nicht verfehlen. Aber ich kann ihn anscheinend auch, weil ich scheiße bin. Warum killt's ihn nicht? Die standen beide hintereinander. Ah ja, also die Sprengrate von den Granaten ist auch so ein Zufallsprinzip. Und jawohl, Live-Kommentar ist vorbei mit der A12. Ist richtig gut gelaufen, fand ich. Also für A12-Verhältnisse war es richtig geil. Ah, ich mache doch richtig Spaß mit ihr zu spielen. So, das war der zweite Teil meiner Live-Kommentar-Session. Und ja, freut euch auf den nächsten Teil. Bis später!